Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Ja, ich habe hier nochmal die Leute erledigen müssen. Nochmal. Und nochmal. Und ich kann hier auch rauf. Aha. Hätte mir das was gebracht, dass ich hier oben dann hänge? Könnte ja aufs Dach hier. Ah. Oh, und dann hätte ich hier schön einen Cocktail nach unten schmeißen können. Das wäre ja cool gewesen. Yay. Och, Manno. Hätte ich das gewusst, hätte ich es gerne nochmal gemacht. Und dann mal versuchen, aufs Dach zu kommen. Schade, weil von hier oben ist natürlich ziemlich cool zu erledigen. Hm. Und dann kann man hier sogar rüberklettern, ohne dass sie das merken. Ach Mann, so ein Cheat, dass man das manchmal erst später merkt. Na gut, dann gehen wir runter. Und dann kann man in die Büsche und zack, ist man auf der anderen Seite. Ah. Das nächste Mal versuche ich nochmal mehr. Also nicht hier an der Stelle, sondern vielleicht an anderen Stellen. Nochmal gucken, ob es noch andere Wege gibt. Die übersieht man so schnell. Hm. Auch hier hätte es genug Flaschen gegeben. Hier in der Ecke ist nichts. Das hätte ich ja jetzt schon gedacht, dass hier was ist. Na gut. Na gut, dann gehen wir mal. Wehe, hier ist jetzt noch was. Ich gucke mich schon immer so genau um. Nimm mal alles mit. Hast du alles? Da ist noch was. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Aber das musste mal gesagt werden. Zubehör, Verschwörungstheorien. Trinity wird ihn dafür umbringen. Ich hoffe, das war es wert. Ja, aber er ist ja auch wirklich komplett wahnsinnig. Von daher, ne? Hier können wir hoch. Kann man hier noch... Kann ich da hin? Nee. Gute, 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 gute. Dann gehen wir mal. Ich hoffe... Komm weiter gut durch. Ihre Räubermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Ja, wie war das mit anderen Wegen finden? Ich würde sagen, durchs Haus, ne? Ihr bemerkt mich. Ihr dürft mich nicht bemerken. Ja, den könnte man ja gut durchs Fenster auch, ne? Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Mich daneben zu stellen, habe ich aber auch Schiss vor. Scheiße. Hier sind überall diese Buddeln. Dabei sind die so... Damit lenkt man ja auch mega viel Aufmerksamkeit auf sich. Ich gehe mal hier so ein bisschen in Schatten. So, mein Lieber. Das war's mit ihm. Den darf natürlich jetzt keiner bemerken, ne? Hm. Oh Gott. Bitte komm da hinten nicht rum. Guck mal, da geht einer weg. Wenn die sich einzeln machen, ist immer gut. Wo ist er? Da. Scheiße. Wie? Nein! Oh, scheiße. Ich dachte, er wäre draufgegangen. Habe ich
nicht. Hey, ich will das nochmal machen. Guck mal, die sind nur alle schon ins Haus gekommen. Nee, nee, nicht so. Die Frage ist, weil die haben ja jetzt alle Helme an. So, das Ganze nochmal. Das ist eigentlich mein dritter Versuch, aber ich werde den zweiten rausgeschnitten haben, weil es hat mir auch nicht gefallen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ja, ich lasse es mal dabei. Der Anfang ist ja nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich muss da noch besser vorgehen. Also ich werde hier auf keinen Fall so eine Rauchbombengeschichten oder so verwenden. Weil eigentlich ist das schon gut, dass der hier weg ist. So. Der ist schon mal gut. Da hinten bemerken die mich nicht. Okay. Sobald wir mit der Suche fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen bei meinem zweiten alles, Versuch. Was diese Theorie stützt. Was denn genau? Habe ich hier das Ding geworfen das? Und das hat natürlich voll Alarm geschlagen und ich weiß nicht, ob das so gut war. Warum gehen wir nicht am besten wäre ja eigentlich an den einen so reinschleichen auch, ne? Aber ist ja eigentlich noch was, was man... Man kann natürlich alles hier zum Explodieren bringen, aber es gefällt mir alles irgendwie nicht. Scheiße! Schön, dass ihr mich bemerkt habt. Schön. Komm um die Ecke. Das war knapp. Habe ich alle? Oh, das ist wieder scheiße gelaufen. Mir gefällt das überhaupt nicht, was ich hier mache. Aber ich bin halt auch nicht so erfahren da drin, ne? Ja, jetzt kannst du das Ding wegschmeißen. Geil. Ja, scheiß drauf. Haben sie halt alle gemerkt. Mano. Ich will das so cool schaffen, so, weißt du, so. So von hinten und dann da lang und... Dann nehme ich die Waffe und was mache ich? Ich werde entdeckt. Klasse. So. Wer ist jetzt hier immer noch wieder, dass du... Siehst du hier irgendwelche Feinde da oben? Die man... Irgendjemand muss ja hier noch sein. Vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Pfeile herstellen. Genau, Muni und vielleicht brauchen wir ja noch was. Pumpgun. Pumpgun. Das wäre doch auch noch mal eine Option. Hier. Und auf die Dächer. Ich hätte auch aufs Dach gehen können. Stimmt. Tja... Ah, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch mit. Teil, schwere Pistole, 2 von 4. Ja, ich bin unzufrieden. Ich möchte das am liebsten gerade alles nochmal machen. Und nochmal, bis es so richtig sitzt. Die Scheiße hier mit den Feinden. Hier ist noch einer. Man hat so viel zu schmeißen. Aber dann entdecken sie dann alle. Irgendwo muss man anfangen. Am besten halt von der Position aus, denke ich mir, von der man auch aus gut agieren kann. Nachts kamen Sicherheitsleute.
Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Trinity kann jeden brauchen, sogar diesen Mann. Einführung, Herz der Finsternis war das. Sie ist hier die ganze Zeit so im Schleichmodus. Irgendjemand, irgendwas muss hier noch sein. Okay, hier geht's weiter. Hier soll ich aufpassen. Oh, so viele Feinde. Scheiße. Sie will da oben hin. Okay. Was hat er denn gesagt? Oh Gott. Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Wir haben Hellmann. Ich kann die nicht. Ich versuch's gar nicht erst, sonst werde ich entdeckt. Mit fallem Bogen. Und solange die hier noch gerade nicht gucken, gehe ich schnell auf den Baum. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass die mich da hinten nicht bemerken, während ich hier stehe, wundert mich jetzt schon. Ja. Leute. Was machen wir denn da mal? Oh. Geht ja doch. Ich krieg einen Rappel. Ja, sie hat mich. Ihr habt mich entdeckt. Leckt mich doch. Aber ihr kriegt mich nicht auf dem Dach. Haha. Ja, ich kann mich heilen. Ich weiß, dass ich mich heilen kann. Und ich weiß, dass ich dich da oben gerade gehabt hätte, wenn du dich nicht versteckt hättest. Aber von hier oben geht eigentlich relativ gut. Habe ich alle? Nein. Der eine Sack da unten, der nervt. So, wer noch? Habe ich alle? Von hier oben gegen. Die haben mich hier echt schwer bekommen. Und das ist, finde ich, echt ein... Ja. Sicherheitslücke war das, dass die hier nie auf ihre Dächer gucken. Die Idioten.
Ich habe mir vorstellen, dass da oben eigentlich noch welche sind. Ich traue mich mal runter. Seid ihr da noch alle drinne, Leute? Oder wo seid ihr alle? Sie versteckt sich noch derbe. Hier, irgendjemand ist sie noch. Ich wusste es. Wo? Da hinten, ne? Da. Der ist doch da irgendwo. Da. Ich sehe den kaum. Die verstecken sich da irgendwie hinter den Pfeilern. Oder einer zumindest. Ja. Jetzt sollte nur noch einer eigentlich da sein. Die kriegen mich von hier hinten nicht. Deswegen bleibe ich hier schön. Jawohl. Aber es sind... Das gibt's doch nicht. Tot? Ich komm nicht raus aus meinem Versteck. Ich Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Stille Nacht! Heilige Nacht! Ich hab's endlich geschafft. Das war jetzt wieder eine Prozedur. So gut gekämpft war dieser Part nicht. Aber ich hoffe ja immer, dass ihr mir das verzeiht. Auch die guten Kämpfer da draußen. Jetzt sammle ich mal erstmal alles schön ein. Weil einfach ist es für mich nicht. Aber es gibt immer so Tage, wo es mir so leicht fällt irgendwie. Also ein bisschen leichter. Und dann geht das so von der Hand. Und dann an anderen denkst du, wow, was machst du da? Spiel das bitte nochmal. Geht gar nicht. Okay, ich gucke hier noch so nach kleinen Geheimnissen und Ecken, die hier sein könnten. Ja. Das hat's nicht gebracht. Liegt da noch einer, den ich noch nicht hatte? Ich dachte, ich hätte sie alle jetzt mittlerweile. Vielleicht nochmal Pfeile herstellen, wenn es geht, weil wir hatten irgendwie gar keine mehr gerade. Feuerpfeile könnte man natürlich auch nochmal gut machen. Ah, das ruckelt so scheiße. So. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da hinten geblieben bin. Lass sie mal los. Blödes Ding. Da hinten ist noch was. Um die Ecke. Oder hier oben. Oder so. Wo denn? Hier ist irgendwo ein... Da. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen.
Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Warum lässt der Typ eigentlich seine privaten Nachrichten überliegen? Ist doch auch komisch. Und da oben können wir uns langhangeln, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen aufs Dach, sei denn wir finden oder können hier noch irgendwie jetzt was wo rein oder lang. Vielleicht da oben. Da hinten ist auch noch was. Was haben wir hier? Mit Objekten ablenken. Ablenkungsobjekte können eine Reihe von Feinden anlocken. Naja. Wenn denen, die hier so rumgrölen. Das irritiert mich jetzt irgendwie. Dann sammle ich die ein und dann kommen die da hin, weil das Geräusche macht? Naja. Okay, da kann ich nicht rauf. Witzig. Kann ich hier auf die Leiter? Kann ich da hoch? Um die Ecke? Hier ist doch eine Treppe. Okay, ich muss da nicht rauf, aber ich kann hier hoch. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Das war Gefesselt in Erinnerung. Forschungsnotizen. Noch mehr aus Annas Tagebuch. Was auch immer ihr fehlt. Es trübt langsam ihren Verstand, aber sie war ja auch früher kein leuchtendes Beispiel für geistige Stabilität. Ich glaube, Lara hat mittlerweile auch nicht mehr das beste Verhältnis zu ihr. Und großes Mitleid wird sie wahrscheinlich auch nicht haben. Bin gespannt, was noch da kommt, was Anna angeht. Eine Kante greifen, werfen sie ihre Hakenangst im Sprung, um weit entfernte Kanten zu erreichen. Na klar, damit wir da oben dann lang klettern, das machen wir im nächsten Part. Und ja, wünsche mir viel Glück, dass ich die nächsten Feinde schnell und effizient wieder töten werde. Bis dann!